I want the top. All my people right there in the back of the spot. I need the top. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Destiny am Start für euch heute mit einem neuen Advanced Warfare Gameplay Commentary. Ihr werdet im Hintergrund ja sehen, 100... Einen Moment. Ja genau, ein 117 zu 5 mit Nuklear. Solo, er spielt auf der Xbox One, bla bla bla. Was hatte ich denn am Ende erreicht? Boah, da muss ich jetzt gerade mal nachschauen. Am Ende, also ich hatte ein Nuklear mit 34er Streak, 3 Brutal und 3 Unnachgiebig. Also, ich wage mal zu behaupten, ein Triple Nuklear Fail, keine Ahnung. Und zu der Klasse komme ich jetzt. Ich muss nur ein bisschen vorspulen. Fuck you, zu weit. Komm schon. Komm schon. So. Ich habe gespielt mit der ASM1, mit der Rigor. Elite-Waffe ist es. Ne, Profi. Mit Vordergriff, schnell ziehen und verbessertem Drall. Dann mit Leichtgewicht. Peripherals, Zähigkeit. Drohne mit Assist-Punkte. Dann mit Bombardierung mit nichts. Warbird mit KI und Verlängerung. Und Systemhack mit Assists. Also ich muss sagen, ich habe die Klasse, hatte ich mir, ich glaube, 3-4 Runden davor gemacht. Und ich muss schon sagen, die ging echt böse krank ab, ey. Ich habe so easy meine Streaks bekommen. Und was ich halt auch, muss ich mal ganz ehrlich sagen, mir selbst hier Props geben für das Gameplay. Weil es ja mit der ASM1 erspielt ist, ich meine, das ist zwar nach dem Patch entstanden. Also ich muss die ganze Zeit mein Mikrofon richten, weil das ist ja dieses alte Headset. Wo die ganze Zeit, wo das so behindert poppt, ey. Das ist so ein Kackdreck-Headset. Aber die Quali ist gut. Ja, weil ich habe mit der ASM1 gespielt. Das ist zwar nach dem Release entstanden, aber ich muss trotzdem ehrlich sagen, ich habe kaum Gameplays gesehen, die mit ASM1 erspielt wurden, außer jetzt normale DNAs oder sonst irgendwas. Und ich würde mal jetzt auch behaupten, dass das Gameplay hier auf jeden Fall auch nicht so schlecht ist. Ja, wie gesagt, mit der ASM1, ich habe fast nur Gameplays, nachdem die hochgepatcht wurde, nur Gameplays mit der fast erspielt. Weil, keine Ahnung, ich muss sagen, BAL bringt ja jeder Schwanz auf YouTube. Ist, ich meine, es soll jetzt nicht heißen, dass es schlecht ist, wenn man mit BAL spielt. Aber ich meine, jeder kennt's. Man öffnet YouTube, guckt unter meine Abos und fast nur BAL, BAL, BAL. Deswegen habe ich mir halt mal gedacht, weil ich selbst habe auch keine Lust auf BAL, weil man bewegt sich halt zu langsam mit der. Deswegen habe ich auch hier in dem Gameplay mit Leichtgewicht gespielt, weil es ja auch eine Submachine Gun ist. Und dazu komme ich auch jetzt. Und zwar habt ihr euch vielleicht auch schon gewundert, warum es von mir noch gar nicht so viele DNAs gab. Ich habe sogar auch 8 DNAs erspielt und auch aufgenommen, die recht ansehnlich sind und ganz gut sind und dies und das und auch vielleicht auf YouTube gehören. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde diese DNAs und so gar nicht so ansehnlich wie jetzt zum Beispiel Nukleas. Ich meine, jeder hat da seine eigene Meinung. Aber ich persönlich als MW2-Spieler, ja, habe ja schon, also wenn man natürlich auf Nuke gespielt hat, hat man immer natürlich Harrier, AC oder Chopper dabei gehabt. Und das war halt immer schon dieses Killstreak-Gebäsche, was ich ja schon immer an COD gefeiert habe. Das war auch der Grund, warum ich jetzt MW3, Black Ops 2 und Ghosts nicht so sehr gefeiert habe, weil es ja im Prinzip nur Gunstreak war. Ich meine, klar ist das natürlich schwieriger als ein... Also ein DNA ist natürlich schon schwieriger zu erreichen als ein Nuklear. Ist ja auch logisch, soll jetzt auch nicht heißen, dass ich zu schlecht bin für ein DNA. Aber keine Ahnung, mir macht das einfach nicht so Spaß. Man muss sich zurückhalten, man muss vorsichtiger spielen und kann halt einfach nicht so durchrennen. Und ich wage mal zu behaupten, dass das Gameplay, was ihr jetzt im Hintergrund von mir sehen werdet, eigentlich ganz gut erspielt ist, fast nur durchgerannt. Und dadurch, dass diese Medaillen immer erst so spät nachkamen, habe ich auch, würde ich mal behaupten, das Triple Nuklear gechoked. Ich weiß gar nicht, wie kurz ich immer vor den Nuklears war. Aber wie gesagt, ich hatte ein Nuklear und dreimal eine 25er und sogar viermal die Skrupellos. Aber gut, das ist ja unwichtig. Und ja, so viel zum Gameplay. Ganze 4,5 Minuten fast fürs Gameplay gebraucht. Well done. Ich wollte heute mal über etwas sehr, sehr Krasses reden. Wirklich was sehr Abgefucktes, ey. Ist mir heute Nacht passiert, und zwar geht es um einen Traum. Ich muss ehrlich sagen, das ist der bisher schlimmste Traum, den ich je hatte.
Ich muss sagen, ich hatte schon echt schlimme Träume. Vielleicht, ihr könnt ja, das ist auch eine ganz gute Idee, ihr könnt ja mal so in die Träume, Jungs, Achtung, in die Kommentare schreiben, was ihr schon mal so für Albträume hattet. Weil ich muss ehrlich sagen, egal wie schlimm ein Traum schon war, ich konnte immer im Traum, das hört sich jetzt echt lustig an und sehr abgefuckt, die ganze Geschichte und das ganze Thema. Aber, keine Ahnung, ich dachte mal, ich rede einfach mal darüber, was mir so passt und, ja, ich weiß auch nicht, ich meine, ich finde es halt schon extrem krass lustig und interessant. Und zwar bis jetzt immer, egal wie schlimm der Traum war, ich wusste trotzdem im Traum, dass es nur ein Traum ist und bin dann meistens aufgewacht. Wenn es schlimm wurde, bin ich immer aufgewacht. Und ich war, egal wie schlimm der Traum war, ich bin noch nie nass geschwitzt aufgewacht oder, keine Ahnung, ich habe halt immer schon rechtzeitig noch gecheckt, dass es nicht echt ist und bin rechtzeitig aufgewacht. So, und heute Nacht hat's der Destiny mal wieder gerobbt, ey. Das kann man keinem erzählen, ey. So. Und zwar werde ich jetzt den Traum erzählen, aber er muss auch zwischendurch dann immer so ein paar Sachen noch mit einbringen, die ihr vielleicht dann nicht so gut verstehen werdet. Und zwar, in dem Haus, in dem ich jetzt wohne, das ist schon etwas älter, also schon, was heißt etwas, schon sehr alt, ich glaube aus den 60er, 70er Jahren oder vielleicht sogar noch älter, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Keller ist schon verdammt gruselig, Alter. Ich gehe da nie rein, wenn es dunkel ist. Nicht, weil ich Schiss habe, aber yo, ey, was da für Spinnen rumtanzen. Ey, yo, da kacke ich mir so in die Hose. Deswegen, ich gehe ungern in diesen Keller. Und ja, bei uns funktioniert natürlich, ihr werdet jetzt lachen, warum ich das erzähle, aber bei uns funktioniert Strom natürlich so wie bei jedem anderen, Wasser natürlich auch wie bei jedem anderen. Aber in meinem Traum hatte ich mir vorgestellt... Ja, das ist natürlich sehr lustig. Klar habe ich es mir vorgestellt. dass bei uns Wasser und Strom nicht wie bei jedem anderen funktioniert, sondern über ein Wasserrad, was im Keller angetrieben wird. Ich hab's meiner Mom heute erzählt, diesen Witz. Ey, ich bin so abgekackt. Und meine Mom auch. Die hat auch gesagt, du hast denn immer alle... Meine Mom meint immer diese... Also, ich erzähle oft meine Träume, weil ich das schon recht witzig finde und auch wichtig. Meine Mom meint immer, diese schlechten Träume bei mir kommen von der ganzen Nigger-Musik, sagt sie immer. Von diesem ganzen Hip-Hop-Zeug und so. Aber Quatsch, ey. Als ob das damit was zu tun hat. Kann schon sein, wenn ich diese Dope-Music höre. Aber egal, ist ja auch scheißegal jetzt. Auf jeden Fall habe ich halt geträumt, dass ein Wasserrad quasi unseren Strom und unser Wasser und so halt alles halt angetrieben hat. Dieses Wasserrad war aber kein gewöhnliches, sondern es waren wie Spitzen, die sich, also man kann es fast vergleichen wie mit einem Zahnrad. Also es waren wie Spitzen, die ganz knapp immer aneinander vorbeigingen und somit irgendwie, also es ergibt null Sinn, ich weiß, aber ich kann ja auch nichts dafür. Nee, auf jeden Fall waren es so zwei Spitzen, also immer mehrere Spitzen, die ganz nah aneinander vorbeiliefen. Und an diejenigen, vielleicht schauen ja ein paar Real-Life-Freunde von mir das Video, die schon bei mir im Keller waren, die können sich das vielleicht sogar ein bisschen besser vorstellen, so diese Location und so. Ja, und ich war in diesem Keller, hab da gechillt, hab Musik gehört, alle meine Stimme, hab Musik gehört und draußen hat es halt geregnet, deswegen war ich schon im Keller und ja, und das war so voll die düstere Location, wie gesagt, so etwas dunkler, es hat von der Decke getropft, frag mich nicht warum, unser Keller ist auf jeden Fall nicht undicht, aber es war halt so im Traum. Und ich chill da und auf einmal sehe ich da ein fremdes Kind in unserem Keller spielen. Ich meine, ergibt natürlich zu 100% Sinn. Ich sehe da ein Kind spielen und ich sag so, Achtung. Und auf einmal läuft dieses Kind in diese komischen, in diese Zacken rein und das zermetzelt es direkt. Knochen fliegen und Hautfetzen und Arme und Beine. Gut, schon heftig genug für einen Traum, aber es kommt noch heftiger. Ich natürlich mir im Traum voll in die Hose gemacht. Und ich sag nicht umsonst, das ist mein schlimmster Traum, denn danach kommt es noch abgefuckter. Mein Bruder, der natürlich schon lange nicht mehr bei uns zu Hause wohnt, hat natürlich in seinem Zimmer gehockt, in dem er natürlich nie gewohnt hat, bei uns jetzt in dem Haus. Also weil wir sind ja umgezogen, deswegen hat in diesem Haus, wo wir dann hingezogen sind, noch nie gewohnt. Sondern ist dann mit... Ach, ist ja auch unwichtig. Auf jeden Fall hat er dann noch nie gewohnt. Und er hat dann in seinem Zimmer gezockt. Und da mit Kollegen und so gechillt. Mein Bruder ist viel älter als ich. Und ich bin dann in das Zimmer und jeder hat da gesessen. Alle haben gekifft und sich irgendwelche Drogen eingeschmissen, was total abgefuckt ist, weil mein Bruder keine Drogen nimmt. Und ich hab dann, ich wollte zu ihm sagen, dass ein kleines Kind bei uns im Keller verunglückt ist, aber ich hatte keine Stimme mehr. Und ich gehe in dieses Zimmer, alle gucken mich an und ich versuche denen klar zu machen, was da gerade abgeht bei uns im Keller. Ich bekomme aber keinen Ton raus. Und
vielleicht kennt das ja. Also ich hatte schon oft so Träume, wo ich nicht reden konnte. Das ist echt abgefuckt, wenn jemand was erzählen willst, aber es einfach kein Ton rauskommt. Einige werden sich wahrscheinlich jetzt sowieso schon vor Lachen in die Hose gepisst haben. Aber ich finde es schon lustig, sowas zu erzählen. Und ich muss sagen, die Geschichte ist natürlich ausgedacht. Ist ja logisch, ich habe natürlich davon geträumt, ist ja klar. Und ja, ich da meinem Bruder die ganze Zeit und den Kollegen da versucht klarzumachen, was abgeht. Und dann hat mir irgendwie ein Kollege einen Autoschlüssel gegeben. Ich bin ans Auto, ich habe keine Ahnung warum. Und habe das Auto zu Schrott gefahren. Und dann bin ich in das Schlafzimmer von meiner Mom. Das war aber nicht das Schlafzimmer, was sie jetzt hat, sondern das noch vom alten Haus. Deswegen muss man sich mal vorstellen, was für eine kranke Fantasie man manchmal hat. Das war aber noch das Schlafzimmer vom alten Haus, aber quasi im neuen Haus. Und da haben 3 tote Waschbären gelegen. Und alles war voll Blut. Und keine Ahnung, und dann kurz danach bin ich wach geworden, ey. Richtig abgefuckt, der Traum. Und das war wirklich bis jetzt so der schlimmste Traum, den ich je hatte, weil ich einfach keine Ahnung habe, was der Sinn dahinter war. Und der Traum einfach so abgefuckt, wie nur möglich war. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen. So, wenn man das erzählt, kommt es gar nicht so heftig rüber. Aber jeder weiß, der schon mal einen heftigen Traum hatte, es kommt natürlich alles sehr realistisch rüber. Und als ich dieses kleine Mädchen gesehen habe, das zerfetzt wurde und dann noch keinen Ton rausbekomme und in dem Schlafzimmer von meiner Mom bin, wo 3 tote Waschbären liegen. Waschbären vor allem, warum Waschbären? Das habe ich ja überhaupt gar nicht verstanden. Und alles voll Blut, deswegen schon ziemlich abgefuckte Geschichte. Deswegen, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch schon so einen abgefuckten Traum hattet. Und ja, somit war es das jetzt hier mit dem Gameplay und mit dem Commentary. Ich hoffe, euch hat das mal gefallen. Deswegen, ich habe den Traum erst natürlich gestern Nacht gehabt und ich wollte so schnell wie möglich jetzt davon in dem Commentary erzählen, bevor ich alles vergesse. Weil man sagt ja, nach 30 Minuten oder 10 Minuten vergisst man schon 90% von seinem Traum. Ich habe mir den Traum sogar extra aufgeschrieben, dass ich nichts davon vergesse. Aber ich meine, es wären noch heftigere Sachen passiert. Aber ist ja auch egal. Also wie gesagt, das war's jetzt. Und ich muss mal schauen, wann das nächste Commentary kommt. Wie gesagt, ich habe im Moment irgendwie recht wenig Lust darauf, Videos zu machen. Ich habe sogar schon mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören. Aber ich weiß es einfach nicht. Deswegen, es werden einfach nur Videos kommen, wenn ich Bock darauf habe. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis demnächst und Servus. I'm loaded, full shots.